Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal, wieder mit dem René dabei, den ihr mittlerweile aus der letzten Folge kennt. Hey. Und wir machen heute weiter mit dem nächsten Helfer, würde ich mal sagen, und das ist Celine. Das ist allerdings nur 1,2 Kilometer weg, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall uns ein Fahrzeug, oder müssen uns irgendwie ein Fahrzeug organisieren. Ja, ja. Das sieht schlecht aus. Ja, du hast ja das Ding da unten geparkt irgendwo, ne? Ja, stimmt, genau. Oh. Du kannst ein, was ist das, weißer Hirsch oder was ist das hier? Achso, ja, den habe ich gerade getötet. Achso, der ist so gut, ich dachte, der wäre hier getötet. Den habe ich gerade geschossen, ja. Na gut, das ist ja ein bisschen aus wie bei Far Cry Primal, ja. Da muss ja auch ab und an mal zwischendurch ein paar Tiere jagen. Ja, und das bietet sich hier auch stark vor an. Vor allen Dingen viel Holz looten, ich habe ja Holz ohne Ende gelootet, weil hätte ich immer mal wieder die genug Pfeile verballert. Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn du deine Taschen voll sind, ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Prozent von dem Gesammelten, nachdem deine Taschen voll sind, sich in Belohnungslager regenerieren, aber auf jeden Fall ein gewisser Teil regeneriert sich dann immer in deinem Belohnungslager. Das heißt, du kannst halt echt nicht so viel sammeln. Und wenn du dein Belohnungslager regelmäßig immer dann wieder ausleerst bei Far Cry Primal, dann funktioniert das auch. Dann hat man immer schön volle Taschen, volles Lager und wenn man Not am Mann ist, wenn man mal wie Pfeile oder eine Hütte verbessern will und dafür dann Schilf baut oder keine Ahnung was, eben schnell ins Belohnungslager lehnen und rausholen, hart genug dann. Wir haben Fahrzeug. Jo. Die Frage ist... Kann man die Highwaymen ja doch gebrauchen. War das... Warte mal, ich setze mich mal hin. Geht das nicht? Ah, du musst drauf sitzen. Ich habe die schon beide gelootet, okay, wunderbar. Ja, ist eine Frage, ist hier Friendly Fire an? Also kann ich dir Schaden nicht zufügen, so rum ist es richtig. Ich denke nicht. Oder? Nee, kann ich nicht. Das ist gut. Wobei das eigentlich tatsächlich gut ist. Allein wollte ich mich eigentlich nicht wirklich in dieses Let's Play hier reintrauen. Deswegen habe ich immer wieder mal Leute auch gesucht zum Zocken und alles drum und dran. Also viele haben das Spiel schon durch, weil es auch schon ein bisschen ein paar Jährchen alt ist. Was heißt ein paar Jährchen? Ist schon eine Weile alt. Ein paar Monate jetzt, ja. Ja, ja. Ja, ich hatte, ich war, obwohl ich dann wirklich, ich bin liebe Far Cry absolut, das ist eine Tatsache. Und dadurch bin ich auch auf dich gestoßen. Und durch dein Primal Let's Play. Ja. Ja, wir können ja, ich glaube, Teil 4 und ne, Teil 3 ist auch Koop möglich, ne? 3 und 4. 3 nicht, 4 schon. Ja, also auch leider nur ein paar Missionen. Bei Teil 4 oder was? Ja. Schade. Also nicht komplett, aber ein Teil ist Koop. Da bin ich sehr gerne dabei. Warum fahren wir nicht hier links? Genau, das wollte ich ja gerade sagen, danach mit Far Cry 4 anfangen. Fahren wir hier links, damit wir hier den Punkt machen können. War da was? Ja, also eine Schatzsuche. Okay, naja, okay, alles gut. Sollen wir die machen, die Schatzsuche? Weil die gibt Skillpunkte auch. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die eigentlich auch machen. Prepper. Das ist wie die Prepper-Verstecke in Far Cry 5, diese Schatzsuche. Hm. Ja, du bist ja im nächsten. Ah, das Fangzentrum, das kennen wir ja aus Teil 5. Genau das. Das Spiel habe ich ja nicht. Habe ich vor kurzem verkauft. Aber ich hab's ja durch. Ehrlich? Ja, ich habe die CD verkauft. Ja, gut. Ich hab's online. Also auf Festplatte. Oh, hier sind Gegner. Also ich krieg dich schon. Warte, ich hol mir den. Ja. Da oben auf dem Dach. War mal. Jawoll. Wade's Tagebuch. Oh, Wade, kennen wir auch aus Far Cry 5. Sorry. Hi, ich bin Wade aus dem Fang Central. Ich habe neulich in der Nähe der Kirche gebuddelt und dabei so eine Art Krypta unter dem Gebäude gefunden. Wer hätte das gedacht? Es sah so wie der perfekte Platz für meine Vorräte aus. Also habe ich alles schön ordentlich eingeräumt und Schlüssel dem neuen Bären gegeben, den ich trainiert habe. Er kommt immer wieder angerannt, wenn ich das Signal gebe, so wie es geübt haben. Hab ich noch nicht einmal ausgeschossen. Ja, wir können jetzt ja wieder Hilfe von Tieren in Tizi holen. So. Ja. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch eine Hilfe holen zusätzlich. Ich hätte gern jemanden wie Jess dabei. Wie Jess? Ja. Die war... Das wird mit der konnte man wenigstens arbeiten. Hm?
Also, ich will jetzt nicht so viel erzählen. Wenn ich so viel erzähle, schrei ich Stopp. Ich will nur so viel sagen, es gibt einen Begleiter, der ähnlich ist wie die Jazz. Das ist gut, das reicht, mir brauche ich auch nicht wissen, das ist in Ordnung. Ja, mehr will ich auch gar nicht erzählen. Ja, wir sind, wir sind halt noch nicht so, er ist halt schon durch das Spiel, ich halt. Für mich ist das quasi hier der erste Durchlauf, also quasi ein Blind-Let's Play. Und dementsprechend muss man auch zwischendurch mal aufpassen oder Leute stoppen und sagen: Vorsicht, bitte nicht allzu viel erzählen, dass man halt ein bisschen was lernt und Genau dass er auch ein das. bisschen, auch gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch dieses Spiel noch nicht gespielt haben, auch mal ein bisschen durchgucken können. Wo wir mal ein bisschen reingucken können, so und dran. Wobei ich habe Genau tatsächlich sehr gut das. da durch die Gruppe halt sehr viel aufgehoben. Ich habe ja eine Fakway-Gruppe und alles drum und dran für die. Da habe ich eigentlich auch, die auch das Spiel reingeguckt und das Spiel reingeguckt haben. Warte mal, hier ist was zum Lesen. Welche Notizen? Sieht aus, als hätte ich das ganze Training eigentlich gelohnt. Bringe die Glocke irgendwie zum Klingeln und der Bär kommt nach ein paar Tönen angerannt. Er schnappt allerdings immer nach mir. Da merke ich, wie sehr mir Cheeseburger fehlt. Oh, Cheeseburger wäre geil jetzt. Ich habe noch nie jemanden mit so einer schlechten Laune erwischt. Erinnert sich an Chucky, als ich jemanden in einem Fellanzug ertappt habe. Vielleicht war es ein Fehler, ihm die Schüssel anzuvertrauen. Ja, ich wollte bei KFC zum Essen. Werbung. Es ist halt kein Cheeseburger. Es ist halt kein Cheeseburger. Oh, also wollte gerade sagen, oh. Ich dachte, ich wäre mit Chick 2 drunter gerannt. Gegangen. Also ich weiß nicht, ich habe Far Cry 5 ja auch, ich glaube, insgesamt 8 Mal jetzt durchgespielt. Oha. Ja. Wie gesagt, ich liebe diese. Far Cry 4 habe ich unendlich oft schon durchgespielt. Also ich habe bei 120 habe ich aufgehört zu zählen. Und ich liebe diese Spielerei Krass. wirklich abgöttisch. Und für mich ist Far Cry New Dawn eine Reise, also eine sehr emotionale Reise gewesen, weil es spielt halt, ich habe halt, also man baut halt irgendwann gewisse Emotionen in Anführungsstrichen zu den Charakteren auf. Ja, aber so wenig geht es mir im Moment. Da kommt mir, Und da schleicht was rum. naja, es ist halt nach dem Kollaps. Ja, wir müssen die Glocke hier oben zum Läuten bringen. Ich hau da mal mit dem Baseballschläger gegen. Okay, das bringt das nicht. Doch, jetzt bringt das was. Was sind Leute mit weißem Kreis? Einfach nur. Irgendwas Wichtiges? Nee, ich glaube nicht. Da ist noch ein Händler, der. Hier kommt jetzt ein Bär. Den müssen wir töten. Ja. Sehe ich Oh, schon. der rennt straight auf die. Nee, der ist. Auf Bis was hier rennt unten. der zu? Ja. Hallo, oh, das ist einfach Stufe 3 Bär. Oh. Herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Ja, da gab es auch einen Bären. Einen Mutantenbären. Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich bin dran. Wirklich. Also geht auf mich drauf. Jawohl. So, plündern. Ich erinnere mich noch an die eine Mission mit den Bären in Metro Exodus. Oh, Alter, der ging mir immer noch auf den Sack. Dieser Bär, der auch in den Trailer gezeigt wird. Oder Ja, dieser gibt's da noch einen Mutantenbär. anderen? Ja. Ja, dieses Let's Play muss ich auch aufbrechen, leider, weil also, war ich auch wieder ein Fehler drin, weil ich irreparabel war. Ah. Es ist ärgerlich, weil das war eigentlich ein gutes Spiel, das glaube ich mal. Es Scheiße. hat auch tatsächlich so ein bisschen seine kleine Schocker-Momente. Dein Vater? Was hast du gerade gesagt? Das hat so seine Schocker-Momente. Also das ist ein Schocker. Ich habe verstanden, mein Vater hat auch tatsächlich mal gezockt. Ich Naja, oh, weiß keiner, nein. Eigentlich, das, wie soll ich sagen, nur das Spiel hat so seine Schocker-Momente, weil so ein Mutant auf dich direkt um die Ecke gesprungen bekommt, kommt so. Oder sowas, das ist ein Bärendienst. Wir haben abgeschlossen. Vorräte. wieso. Hä? Bin ich jetzt Früher gab es eine Menge deppert? Fässer im Hope County. Die sind längst fort, aber ein paar ihrer Schätze sind noch irgendwo vergraben. Mein Tipp? Lass dir das nicht entgehen. Da findest du bestimmt ein paar nützliche Dinge. Ich nehme mal Ja, die ganze wieso? Zeugs. Wir haben noch eine. Allerdings müssen wir hier sowas zum Lesen. Okay,
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich sollte hier ein kleines Easter Egg sein. Okay, Moment, ich Das lese gerade wird kurz vorher nicht in. verraten. Die Ja, Lage klar. verbessert sich, jawohl. Ich habe das neue Fangzentrum-Schild draußen angelagert und Anmischer gesagt, dass ich Tieren helfen kann, ein bisschen länger zu leben. Oh, der Bär. Aber stimmt mit diesem Bär nicht. Er guckt mich immer so komisch an und schmatzt dabei. Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er hungrig aussieht. Wie auch immer, die Sache gefällt mir nicht. Gut, wie gesagt, ich werde nicht immer alles lesen, je nachdem, wie lang die Texte sind. Seht es mir bitte ein bisschen nach. Warte mal, hier ist irgendwas im. Abspielen. Abspielen. Oh, wunderbar, wir haben noch einen Komm mal Vorteil. bitte weg da aus der Ecke. Achso, du willst da Weil was. ich bin mir nicht sicher, ob da. Ja, ich will mal was ausprobieren, ob wir das Easter Egg finden müssen. Das kann sein. Okay, ich bin da. Achtung. Nee, Tatsache. Warum? Ich weiß nicht, ob das wegen dem Streaming-Mode ist oder sonst was, aber ich erzähle es jetzt einfach, weil man kann ja auch ein bisschen, wenn du dich hier in die Ecke stehst, siehst du die Buchstaben da an der Ecke. Der Wade ist ja auch aus dem fünften Teil Ja. und du erinnerst dich bestimmt an den Hund Boomer, der Begleiter aus dem fünften Teil. Oh, kann sein, ja. Ja, da gab es einen Begleiterhund und naja, das ist das Grab von Boomer. Ah, okay. Da Boomer mein Lieblingsbegleiter war, war das für mich ziemlich heftig, wo ich das immer gesehen habe. Das war, ich komme hier rein und da ist einfach das Grab von meinem Lieblingsbegleiter. Ich habe gerade den Schweißbrenner freigeschaltet. Ah, auch sehr gut. Aber wie gesagt, du solltest deine Skillpunkte echt erstmal sparen und auf gut bewaffnet unten in der vierten Reihe der vierte Punkt und danach direkt schwer bewaffnet gehen. Okay, dann machen wir das. Warte mal. Vierte Reihe. Fortgeschrittener Takedowns verdeckt. Vierte Reihe, der vierte Punkt war das. Gut bewaffnet. Ja, ist bei mir der nächste. Krieg ich den? Ich kann die. Warte mal, hab ich die. Ich habe Weil nichts zum dann Kaufen, kannst ne? du. Ich habe keine Punkte. Shit. Silber und 7, okay. Gut, ne, dann weiß ich Bescheid, okay. Was kostet, würde mich der wohl kosten? 2, okay. Dann machen wir das als nächstes. Weil dann kannst du schon So. mal eine Waffe mehr tragen und alles, alles, ja. Und wir haben Glück, da hinten ist direkt eine Vorratslieferung für die Highwaymen abgefallen. Wir plündern können. Oh, da ist ein Gegner, Achtung. No Probleme. Warte mal, es dauert einen Moment. Gut, meins. Ich gucke mir hier das Schild mal gerade kurz an. Die, glaube ich, gehören auch irgendwie noch dazu. Wunderbar. So. Jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir sind aber schon fast in der Zeit, ne? Wieder drüber. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst gerade. Aber ja, ungefähr müssen wir Wir sind jetzt, müssten da 20 abspielen. Minuten ungefähr sein. Weil jetzt irgendwie noch eine Hauptmission anzufangen, macht, glaube ich, meiner Meinung nach keinen Sinn. Ja. So. Ich fahre aber trotzdem schon mal in die Richtung erstmal. Ja, wie gesagt, ich würde es halt mit Celine gerne weitermachen und dann irgendwie mal Step by Step halt alles abarbeiten. Ah, ne, Hey. diese. Oh, das waren gar keine Gegner. Oh, mein Fehler. Ja, ich hab tatsächlich nicht gesehen, weil ich auf die Karte geguckt habe. Also ich habe die letzten. Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass da eine Gruppe Gegner stand, war aber nicht so. Es Ja, war wie gesagt. einfach New Eden. Jetzt mitnehmen. Hier ist auch wieder Tape. Ja, hier fehlen drei, sind drei, müssen drei Rollen sein.
Schwarzpulver. Hier ist doch noch. Einer. Ja, hier sieht was zum Lesen. Das mache ich gleich. Moment. Ah, hier liegt so viel zum Lesen rum. Ich vermute, dass es oben noch eine Rolle liegen würde. Müsste. Nee, ist was anderes zum Plündern, aber hier ist noch eine Kiste. Müsste immer noch eine Rolle liegen. Hier ist noch ein Rucksack. Ja, den habe ich schon mitgenommen. Sehr gut. Hä? Ah, da vorne, auf dem, auf der Mauer hier. Ja, hier. Also manchmal liegen die so offensichtlich und man findet sie einfach nicht. Ja. Das ist halt genau das ist es eben. Das haben wir das zum Lesen. Überleben im Tagebuch. Ich sage meinen Hörern einfach, auch einfach nicht auf. Verteilen sich über dem Tagebuch, blindern an alles, was ihnen in die Finger kommt. Jetzt ich fliehe schon seit Wochen vor denen. Hab in jedem verlassenen Wrack übernachtet. Wenn sich das alles nicht falsch entspannt, kriege ich noch einen Herzinfarkt. Ich muss raus aus diesem Tal. Ja, wir versuchen es natürlich wieder sicher zu machen. So, da wir aber schon mal durch sind mit der Zeit, würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break hier. Warte mal, ich bin das Ding noch. Kupfer, Sägewerfer, okay, wunderbar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann geht's voraussichtlich mit der Story weiter. Vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht.